Sie haben keins, okay. Ja, vielen Dank, Paul Klimpel. Hallo auch von mir. Ich mache jetzt eine ganz kurze Anmoderation, nicht, dass Sie sich wundern für die Hörer, die das dann am Radio hören. Das wird eine Aufzeichnung sein für D-Radio Wissen, läuft dann am Samstag um 11.05 Uhr in unserem Programm und kann auch jederzeit natürlich dann online nachgehört werden. Ich mache also eine kurze Anmoderation, stelle noch mal ganz kurz die Diskutanten hier vor, würde zunächst die Diskussion mit den Leuten hier auf dem Panel führen und Sie dann natürlich aber auch mit reinnehmen. Und dann wäre es, wie Paul Klimpel schon sagte, wichtig, dass Sie kurz Ihren Namen nennen und die Frage ins Mikrofon sprechen. So, los geht es. Herzlich willkommen zu einer Netzreporter XL-Ausgabe des Online-Talks auf D-Radio Wissen. Mein Name ist Vera Linz. Diese Ausgabe ist eine Aufzeichnung aus dem Jüdischen Museum in Berlin. Wir senden von der Konferenz Zugang gestalten, mehr Verantwortung für das kulturelle Erbe, die am 28. und 29. November 2013 im Jüdischen Museum stattgefunden hat. Schwerpunkt dieser Konferenz ist die Frage nach dem Selbstverständnis kultureller Institutionen. Gefragt wird auch, welche Erwartungen von der Öffentlichkeit an Museen oder Bibliotheken gerichtet werden und inwieweit der Zugang zum öffentlichen Erbe, also auch zu künstlerischen Werken und zu Wissen, als eine öffentliche Aufgabe anerkannt wird. Wir wollen in dieser Runde vor allem jetzt über das Selbstverständnis reden, mit dem sich kulturelle Institutionen heute, also im digitalen Zeitalter, präsentieren. Denn dieses Selbstverständnis ist ja Grundlage dafür, wie sie unser kulturelles Erbe uns allen zugänglich machen wollen, wenn sie denn können auch. Auf dem Panel begrüße ich ganz herzlich drei Diskutanten und eine Diskutantin. Und letztere ist Lissy Jongma vom Rijksmuseum Amsterdam, dort Datenmanagerin und befasst mit der Bereitstellung offener Daten und der Strukturierung von Metadaten, um sie zum Beispiel mit Portalen wie der Europeana zu verknüpfen. Außerdem Boris von Notz, geschäftsführender Direktor der Stiftung Jüdisches Museum Berlin und Stellvertreter des Direktors. Und Dr. Volker Rodekamp begrüße ich, er ist Präsident des Deutschen Museumsbundes und Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig. Und last but not least Hans-Peter Frenz, Leiter der Bildagentur BPK von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, eine der größten Bildagenturen im Kulturbereich, die Abbildungen von Kunstwerken aus den Sammlungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und auch aus anderen Sammlungen anbietet. Ja, für die Museen hat sich in den letzten Jahren einiges geändert. Früher hatten sie das Monopol in der Zugänglichmachung von Kultur, weil sie natürlich die Bilder, die Kunstwerke, das Wissen besaßen und auch die Macht, damit darüber zu entscheiden, wie viel davon und in welcher Aufbereitung diese Inhalte an die Öffentlichkeit kommen. Heute, im digitalen Zeitalter, sind andere Player dazugekommen, haben wir heute schon gehört. Das Monopol ist gefallen. Es kümmern sich auch private Player um die Digitalisierung und um die Zugänglichmachung von Wissen. Und wir haben einen anderen Zeitgeist. Durch das Netz und durch die Digitalisierung ist die Erwartung entstanden, dass Wissen allen und möglichst einfach zugänglich gemacht werden soll. Herr Rodekamp, die erste Frage an Sie. Welches Selbstverständnis haben Museen heute? Wie hat sich das entwickelt, wenn man zurückschaut, die letzten 10, 15 Jahre bis nach heute, wo wir nun im digitalen Zeitalter voll angekommen sind? Ja, ich denke, dass die Museen ein Stück weit demokratischer geworden sind in dem Sinne, dass sie sich als Bestandteil einer offenen demokratischen Gesellschaft mittlerweile verstehen. Die Museen sind Masseneinrichtungen geworden. Wir haben in Deutschland 110, 115 Millionen Museumsbesuche mit steigender Tendenz bis heute. Das zeigt also die hohe Attraktivität des Museums und zeigt zugleich auch, dass die Museen im Zentrum der Gesellschaft stehen. Das heißt aber auch, dass die Museen, um weiterhin entwicklungsfähig zu bleiben, mitzugehen, auch die gesellschaftliche Realität reflektieren müssen. Wir haben ein anderes Publikum, wir haben ein Digital Nations geborene Leute, die gewissermaßen ganz anders mit den digitalen Welten umgehen können. Und die Museen können sich nicht leider weiter dahin darauf berufen, dass sie analoge Einrichtungen sind, dass sie gewissermaßen die Hüter des guten, schönen, wahren, alten sind, sondern sie müssen Schritt halten mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Und ich glaube, die Museen haben sich seit den letzten 10 Jahren roundabout auf diesen Weg gemacht und wir sind zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen, aber wir sind eigentlich auf dem Weg und das freut mich sehr.
Sie haben in Ihrem Vortrag aber auch gesagt, die Museen sind keine Vorreiter in Sachen Innovation. Wir haben uns sehr schwer getan. Hatten Sie gesagt, was war das Schwere? Wie haben Sie sich schwer getan? Naja, ich denke, das ist zunächst auch mal um eine Hinterfragung der eigenen Rolle, der Selbstverständlichkeit des eigenen Tuns geht. Man muss sich öffnen, man muss bereit sein, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Wir haben ja häufig die Erfahrung gemacht, dass ältere Kuratoren gesagt haben, das ist nicht meine Welt, ich will damit nichts zu tun haben. Wir haben aber mittlerweile in den Museen eine große Anzahl von jüngeren Kolleginnen und Kollegen, für die es selbstverständlich ist, diese Technik auch gewohnt sind im Einsatz. Und so hat sich auch ein Umdenken vollzogen, glaube ich. Und das Zweite ist, hat sich auch ein Umdenken vollzogen im Sinne, wie man sich eigentlich selbst versteht in seinem Tun, in welcher Verantwortlichkeit man steht, wie offen man sein muss, wie, ich sag mal, weltbezogen und international agierend man heute sein muss, wie porös ein Museum sein muss. Ich glaube, da hat sich viel verändert. Wir sind noch nicht am Ziel. Aber die Mentalität in den Museen ist anders geworden. Wir wollen mitziehen, wir wollen dabei sein, wir wollen unter Beweis stellen, dass die Gesellschaft uns im 21. Jahrhundert auch noch braucht. Wir sind nicht mehr im Schmollwinkel, wir arbeiten nicht dagegen, wir sind nicht Horte der Antimodernität, sondern wir haben uns auf den Weg gemacht, modern, offen und gesellschaftlich relevant zu arbeiten. Und ich glaube, wir haben tolle Schätze, die wir für die Gesellschaft, für die Demokratie, für die Weiterentwicklung von Wirklichkeit gut ins Spiel bringen können. Boris von Notz, Sie sagten, Ihr Museum, ich sage jetzt mal Ihr Museum, soll eine Online-Institution werden oder ist schon eine Online-Institution. Das klingt ja sehr revolutionär. Was genau steckt dahinter? Also wir sind nicht die Einzigen, die diesen Ansatz verfolgen. Und das Revolutionäre daran ist, wenn Sie so wollen, dass die Wirkungsweise, die wir uns selbst zuschreiben bei dem, was wir tun, einmal in der Dingwelt der tatsächlichen Ausstellung, dass wir das online spiegeln möchten. Und da alles, was online geschieht, sehr schnell ist, sind wir uns darüber klar geworden, dass wir es dort zuerst machen müssen und dann in unseren Ausstellungen und sonstigen Aktivitäten spiegeln müssen. Das bedeutet, wenn wir Erkenntnisse über ein Objekt zum Beispiel gewinnen, bestimmte Dinge vorhaben, ein neues Bildungsprogramm entwerfen, dass wir das zunächst online kommunizieren und dass wir es darstellen. Im Übrigen finde ich, dass die Museen und alle Museen und so haben wir, war auch immer unser Selbstverständnis, dass wir über unsere Ziele selbst entscheiden. Es gibt natürlich Anforderungen von der Außenwelt und auch Erwartungshaltungen, die befriedigt werden, aber dieser Prozess dessen, was man tatsächlich machen möchte und was man sein möchte, ist ein Prozess aus der jeweiligen Institution heraus. Und deswegen ist die deutsche Museumslandschaft auch so spannend heterogen und so unterschiedlich. Sonst gäbe es ein Museumsgesetz, meinetwegen in Deutschland, in dem wird vorgeschrieben, was ein Museum zu sein hat. Und da könnte man reinschreiben, dass es da auch Online-Aktivitäten dieser und jener Art gibt. Aber es wird durchaus unterschiedlich beurteilt, unterschiedlich gesehen. Und das ist ein äußerst spannender Prozess, in dem wir uns voll befinden. Und deswegen, Herr Rodekamp, ich habe uns nie in einer Schmollecke gesehen, sondern immer sozusagen am Puls dessen und als Spiegelung dessen, was in der Gesellschaft tatsächlich stattfindet und Museen als genau das, was die Gesellschaft ist, so modern oder nicht modern, wie sie eben gerade ist. Auch wenn man sich als Museum auch manchmal so ein bisschen den verstaubten Archivar vorstellt, aber ist vielleicht auch nur ein Klischee. Sie haben gesagt, Online First heißt Ihre Strategie. Das erinnert mich so ein bisschen auch ans Zeitungswesen, wo man ja auch immer mehr dazu übergeht zu sagen, Online First. Was heißt das genau? Erst alles ins Netz und dann in die Ausstellung? Es bedeutet, dass man das, was man tut, eben zweigleisig denkt, mit einem hin- und herschweifenden Blick. Man muss sich darüber Gedanken machen, wie man das, was man tut, eben auch online vermitteln kann und muss das gleichzeitig mitdenken. Das heißt nicht, dass man nur noch Dinge macht, die man online tatsächlich adäquat vermitteln kann, aber man muss jedes Mal mit sich Gedanken darüber machen, wie man es online spiegeln kann, das, was man tut. Archivare sind im Übrigen auch nicht verstaubt, sondern die haben einen tollen Beruf und können sich mit den eigentlich schönen Dingen dieser Welt auseinandersetzen, nämlich mit den Objekten. Und das wird auch im Rijksmuseum so sein, wo das eigentlich Spannende die Auseinandersetzung mit dem Original ist und nicht mit der hochauflösenden Kopie.
Zum Reichsmuseum komme ich gleich. Vorerst noch eine Frage an Hans-Peter Frenz. Was ist Ihre Beobachtung? Welche Erwartungen werden eigentlich herangetragen von außen an die Museen? Was will der User, würde man jetzt sagen, im digitalen Zeitalter? Oder was will der Museumsbesucher? Was will die Öffentlichkeit? Ja, der Nutzer möchte im Netz auf jeden Fall heute die Schätze der Sammlung sehen. Er möchte sich vorbereiten auf Ausstellungen, er möchte sich vorbereiten auf das, was in Museen, in Archiven, in Bibliotheken da ist, und er möchte es auch wissenschaftlich nutzen können, möchte es als Schüler nutzen können. Da gibt es ein ganz breites Spektrum, und für uns als Stiftung Preußischer Kulturbesitz war es jetzt auch ein ganz wichtiges Signal, als eine Einrichtung, in der es Archive, Bibliotheken und Museen gibt, diese Berliner Erklärung für den offenen Zugang zu digitalisiertem Wissen zu unterschreiben und damit zu sagen, ja, wir wollen für Bildung, wir wollen für Wissenschaft und wollen für Information alles, was wir digitalisiert haben, zur Verfügung stellen. Eine Erklärung, die ja auch für viel Diskussionsstoff sorgt, zumindest in der praktischen Umsetzung. Eine Frage, die heute auch schon hier gestellt wurde, ich will sie auch noch mal stellen, ist die zum Beispiel, warum es so lange gedauert hat, 10 Jahre, bis Sie dem beigetreten sind oder beitreten konnten. Waren es wirklich technische Probleme oder auch mentale Probleme, Überzeugungsprobleme? Es war wahrscheinlich beides, aber die technischen Dinge sind sicher die überwiegenden, dass eben die Kultureinrichtungen doch relativ spät erst angefangen haben, große Sammlungsbestände zu digitalisieren und dafür Online-Plattformen zu schaffen, die einfach nutzbar sind und auf denen man Bilder herunterladen kann, auch die genaue Rechtssituation bei jedem Digitalisat erkennen kann, etc. Das war eher der zeitaufwendige Teil. Das andere war, dass die Berliner Erklärung eben etwas unglücklich formuliert war an einer Stelle, dadurch, dass sie gesagt hat, die Digitalisate können für jeden verantwortbaren Zweck genutzt werden. Und mit dieser Formulierung tun sich einfach eine ganze Reihe Kultureinrichtungen schwer. Und wir meinten, wir wollen ein Signal setzen in die Bereiche der Kultureinrichtungen, indem wir einerseits die Berliner Erklärung unterschrieben haben, aber dazu eine Best-Practice-Regelung herausgegeben haben, in der klar gesagt wird, was ist für uns verantwortbar und was nicht. In dieser Best-Practice-Regelung geht es darum, dass Werke, wenn sie kommerziell genutzt werden wollen, eben das dafür bezahlt werden muss, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das eigentlich ein Muss? Ist das, oder ist es nur eine Empfehlung, dass man das so machen kann? Oder erwarten Sie, dass das alle Museen, die da unterschrieben haben, so machen? Das Ganze ist nur eine Empfehlung. Es ist aber auch eine wichtige Dienstleistung, die eine Kultureinrichtung erbringt an die Medien. Also diese professionelle Mediendienstleistung, die da erbracht wird, zum Beispiel durch unsere Bildagentur BPK, wo über 200 Kultureinrichtungen sich beteiligen und ihre Abbildung von ihren Schätzen dem kommerziellen Nutzer zur Verfügung stellen. Wenn wir das alles kostenlos machen würden, würden die da eben gar nicht mitmachen. Und von daher, der Nutzer, der kommerzielle Nutzer ist bereit, was zu bezahlen, weil er genau weiß, er bekommt einen wunderbaren Service, er bekommt Rechtssicherheit, er bekommt eine tolle Qualität. Und für dieses Servicepaket ist er durchaus bereit, was von seinen Gewinnen abzugeben. Lissy Jongma aus Amsterdam. Man hat immer mal wieder den Eindruck, dass die Holländer, dass die Niederlande etwas weiter vorn sind als zum Beispiel Deutschland, vielleicht auch andere Länder. Bei Ihnen ist es ganz anders. Sie stellen, wenn möglich, die Werke digital kostenlos zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung. Wieso machen Sie das einfach? We do it for many different reasons. We started, it was a journey for us. So in the beginning, we started with a lot of metadata and little images, and then the images grew and the metadata grew. And we started, for instance, with a lot of discussions about licensing. We, of course, discussed the CC BY non-commercial licenses, or how do we deal with commercial use of our images.
And it is sort of a gradual process where we found out that, for instance, people are willing to pay up to what we asked, 40 euros for an image, as long as they could get a very high resolution image. And we used to sell our images to other museums for 40 euros, and our business shifted from being a business-to-business service, our image selling, to a business-to-consumer service. So in our first try, we found out that people, commoners, people that wanted a print of the Night Watch on their carpet or on their wall, were willing to pay for digitization. But it also created problems for us, because having a department that sells images and that tracks all the bills and so on, it's costly too. So that was one thing, but it is a profitable business for us. But on a more political level, we try to not split up the organization too much. So just look at digitization and how can I earn money with digitization, and then there's the shop in the museum, and how do I earn money there? And then there's the educational service, and is it a separate service or not? So within the organization, we try to get it all together again. We're one museum, and we don't look at specific costs or specific services. We try to look at the entire organization, and that makes digitization easier. Digitization is part of our core business, so we pay it out of core business money. And in the Netherlands, we're in the worst crisis ever, I guess. We need to find lots of private funding because the government is cutting back and is cutting back. But as an entire new museum, it's easier to go out and find different funders for the entire organization instead of, just trying to find funding for digitization of objects. And since we approach the museum as one organization, it's actually easier to find funders to fund specific things, like, for instance, storage of our images. We found a company that is willing to support the storage of our images. And we found another funder that is interested in specific collections to be digitized, and they pay for this specific collection. So what we try to do as an organization is not look at one museum's task and how do we fund it or how do we make it profitable, but how can we run a good museum and digitize. And then there's even another level where most of our money comes from the government. So it's all of us, it's everyone in the Netherlands paying us to do our job. And then asking people money for images, and that is also a bit weird when you're a national museum with our national treasures. So for us, it was I told it as one story, but this is only a part of a process. It was a long journey to end up here. But for us, it's both principally right to give our images away to the people that fund our museum, that are part of our museum. Plus, it is economically logical to do it this way and not try and earn little money by selling an image per time. But honestly, if you want something digitized that isn't digitally yet, then we ask you to support the digitization process, and that we ask money for that. And that's also like 40 euros. But starting something, then we ask you to co-fund it with us. Boris von Notz, kann Deutschland von den Niederlanden lernen in diesem Zusammenhang? Wahrscheinlich nicht nur in diesem Zusammenhang, aber das dort auf jeden Fall. Ich glaube, das Beispiel des Rijksmuseums ist etwas, das eine radikale Zugänglichmachung, also ohne jegliche Hürden, auch nicht etwa für kommerzielle Nutzer, ein sehr erfolgreiches Konzept ist, um ein Museum auch in diesem Bereich bekannt zu machen. Und nun hat das Rijksmuseum auch eine absolut spektakuläre Sammlung. Das hat nun nicht jedes Museum, und so wird es für die unterschiedlichen Museen auch schwierig sein, mit ihren reinen Sammlungsbeständen solche Erfolge zu erzielen. Aber ich denke, es ist ein Best-Practice-Beispiel, wie man das gestalten kann, aber auch für den Prozess, um dahin zu kommen, kann man, glaube ich, viel vom Rijksmuseum lernen,
den Schwierigkeiten, die intern und extern überwunden werden müssen. Und ich finde es so beeindruckend, dass überhaupt keine Angst vor der kommerziellen Nutzung ihrer Digitalisate besteht und dass man wirklich sehr entspannt und locker auch mit den ganzen geschmacklosen Erscheinungen umgehen kann, die dabei natürlich bei einer Industrie, die sich um Merchandising-Produkte und Kunst bemüht, herauskommen kann. Wie ist das bei Ihnen? Ist Ihnen das egal? Well, of course, there was and there is discussion about where, you know, where is the commercial world or where is the outside world taking our collection and how do we deal with that? First of all, we're not in the business of, for instance, dressmaking or fat boy making, so it's weird for us. We do have a fair use statement on our website where we ask people to think about and be careful about the artists and the works of art. To put it crudely, how do we deal with Nazi porn made with our collection? If you put it on the internet as open as we do, people can abuse your collection. We have no legal rights to go after them, but we ask them, consider the artist first and consider his work of art and his intellectual property, please. And so far, we've seen some jokes with our collection, but people aren't very abusive with works of art. We haven't seen any real abuse of it. But the thing is that commercial, someone in the panel already said it, it's so difficult to define. We ourselves do commercial things with our collection in our shop. We reuse our art for our own commercial purposes. And on the other hand, the platforms that we all consider being important, like Wikipedia, like Flickr, like Pinterest, they are commercial parties. And by creating a license where you state, well, you can't print it on Fat Boys, but you can put it on Wikipedia, and if someone puts it on Wikipedia, it needs to be an article where you describe Vermeer, but not an article that is about chickens in food in the 17th century and then sells is linked back to a cooking book. And the boundaries between commercial and non-commercial are so vague that it is so difficult to define where your limits are. And we said, we're not going to define anything in advance. We're going to see where it takes us. And people are considerate when you're open. People, you know, don't try to steal your things as much as when you try to hide it away or close it up, I guess. Mm-hmm. Sind Sie das einzige Museum in den Niederlanden, die das machen, oder haben sich da schon andere angeschlossen? There are other museums too. We are the biggest one. A lot of museums have smaller collections open. There's in the Netherlands, we started a couple of years ago with a network called the Open Culture Network, which is a group of museums and archives working together to open up our collection. It's really grassroots and it's like a self-helping, self-support group that if you have problems or discussions internally, you can always reflect with others. And we went to hackathons together to see what kind of apps would be built with our collections. And it really helps other museums. So there are much more museums with open data sets, but a lot of time they are limited by copyright laws, and copyright laws are the biggest obstacles we all have to deal with. And in my museum, we have 1 million works of art, and more than half of it is out of copyright, it's public domain. So we could make a big gesture because we didn't have to deal with copyright or with organizations of copyright representatives, which really is very difficult. Mm-hmm. Herr Rodekamp, das ist sicherlich die schwierigste Unterscheidung. Wie unterscheidet man kommerziell und nicht kommerziell? Wie kann man dieses Problem lösen? Also für uns spielt diese Fragestellung nicht die Rolle, weil wir haben stärker eigentlich im Blick gehabt, wie wir uns besser vernetzen können, wie wir einen Wissens- und Informationstransfer breiter anlegen können, wie wir auch profitieren können von dem gesellschaftlichen Wissen, aber wie wir auch unser Wissen wieder stärker nutzbar machen können für andere Nutzer in der Gesellschaft.
Die Kommerzialisierung schreitet voran, ohne Frage. Und ein Stück weit müssen wir natürlich dieser gesellschaftlichen Realität auch, ich sag mal, offen und ohne Vorurteile entgegenschauen. Meine Einstellung ist es, dass wir zwar schon durch die Gesellschaft finanziert werden, und von daher kommt ja auch der Ansatz, dass man sagt, das versammelte Wissen in den Museen ist gesellschaftliches Wissen, weil diejenigen, die es organisiert haben, eh schon bezahlt worden sind dafür, dass sie es bereitstellen müssen. Deswegen muss es zurückfließen, ohne große Hürden. Da bin ich sehr dafür. Die Einrichtungen müssen auf der anderen Seite natürlich Ausschau halten, wie sie gewissermaßen ihre Finanzierung dauerhaft sicherstellen können. Manche Museen, insbesondere diejenigen, die hervorragende und nachgefragte Kunstwerke in ihren Sammlungen haben, wenn sie dann auch in einer anderen Trägerschaft angesiedelt sind, wie zum Beispiel große Stiftungen, die sind einfach darauf angewiesen, dass sie auch über Nutzungsgebühren, Service-Fees und andere Refinanzierungsquellen ein Stück weit ihre Haushalte ausgleichen. Das heißt, wir müssen natürlich mit unseren Trägern auch darüber sprechen, wie es gelingen kann, dass gewissermaßen Kommerzialisierung nicht die große Hürde sein wird. Nicht, dass nur große, potente Unternehmen am Ende dann dieses Wissen abschöpfen können und die, die es dann finanziell nicht leisten können, davon ausgeschlossen werden. Wir brauchen auch auf dieser Ebene eine neue Struktur. Für uns ist es einfach die Frage, welche Rechte stehen auch gewissermaßen bewährt hinter den Dingen. Und wir haben zum Beispiel eine große Sammlung mit Fotografien. Sie wissen, dass in der zeitgeschichtlichen Sammlung das ein ganz anderes Problem dasteht. Da sind einfach Rechte, auch Eigentumsrechte, die uns zum Teil in den Museen gar nicht so bewusst sind, weil wir nicht mehr zurückverfolgen können, in jedem Fall, wo hier eigentlich die Objekte stammen, beziehungsweise die Fotografien stammen, und ob wir eigentlich auch mit den Rechten eigenständig und selbstverantwortet umgehen können. Wir wissen, dass wir da zuweilen auch Probleme haben, wenn wir zu Forsch online gehen. Es gibt ja Museen, die haben auch sehr negative Erfahrungen gemacht, aber wir sollten uns davon nicht abschrecken. Wir müssen natürlich auch die Diskussion über Urheberrecht weiter vorantreiben, und es muss auf diese Entwicklung auch Rücksicht nehmen. Wir müssen auf der einen Seite sicher sehen, dass Künstler oder diejenigen, die von Kunst leben, dass gewissermaßen ihre Urheberrechte geschützt werden, dass aber auf der anderen Seite die Museen zum Beispiel, die sich mit der Vermittlung beschäftigen, die gewissermaßen die gesellschaftliche Relevanz der Kunst zum Beispiel oder auch der Informationen über Zeitgeschichte organisieren müssen, dass sie ein Stück weit also auf gleicher Augenhöhe und berechtigt miteinander umgehen können. Und hier ist einfach das Urheberrecht zum Teil noch ein Stück weit unklar und schafft Problemzonen, die uns ein wenig davon abhalten, all das Wissen, was wir haben, digital zur Verfügung zu stellen. Wir haben zum Beispiel einen großen Teil unserer Bildquellen, wenn sie dann jünger sind als 50 Jahre oder 70 Jahre, aus dem Netz wieder zurückgezogen oder erst gar nicht eingestellt. Wir könnten mehr tun, aber wir gehen hier zum Teil auch über dünnes Eis, und wir wollen natürlich auch, ich sage mal, rechtskonform agieren, und das ist ein weites Feld, in dem die Museen zum Teil auch nicht so kompetent agieren können, wie das eigentlich sein müsste. Das ist auch international, glaube ich, ein weites Feld, in dem wir noch ein Stück weit nicht gut orientiert sind. Sie haben das zurückgezogen, weil Sie sich der Rechte nicht sicher waren? Ja, wir konnten sie nicht eindeutig recherchieren, und wir wollten vor diesem Hintergrund eben keine Ansprüche gegen uns geltend machen, weil wir sind eine Serviceeinrichtung. Wir möchten gerne den Menschen unsere Informationen zur Verfügung stellen, aber wir wollen natürlich nicht illegal agieren, also wir wollen nicht nassforsch und enthemmt und naiv in diese Welt hineinstolpern und uns dann gewissermaßen vorwerfen lassen, dass wir fremde Rechte gewissermaßen hier nicht beachten. Das ist aber für die Museen insgesamt, die keine eigene Rechtsabteilung haben, die bei ihren Trägern zum Teil auch nur eine teiljuristische Unterstützung bekommen, in diesen Fragestellungen nicht so ganz einfach auf sicherem Fundament agieren zu können. Hans-Peter Frenz. Ja, die Urheberrechtsfrage, die Rechte von Dritten, ist wirklich ein großes Problem für die Kultureinrichtungen. Und der Gesetzgeber hat da ja jetzt für verwaiste Werke eine neue Regelung geschaffen, die zwar die Politik vielleicht ganz schön findet, die aber für den Alltagsgebrauch der Kultureinrichtungen überhaupt nicht brauchbar sind. Wenn man Hunderttausende von Werken hat, wo man nicht weiß, ob die noch geschützt sind oder nicht, wenn da jedes Mal eine Einzelfallprüfung gemacht werden muss mit einem irren Katalog, der da abgefragt werden soll, dann ist das völlig unrealistisch. Was wir brauchen als Kultureinrichtungen,
ist eine Schrankenregelung im Urheberrecht, die genau das uns gestattet, was in der analogen Welt bereits möglich ist. Kultureinrichtungen sind privilegiert und können sozusagen Verzeichnisse ihrer Werke, das heißt Kataloge, schaffen und können da auch urheberrechtlich geschützte Werke, also Abbildungen davon einstellen, ohne den Nutzer fragen zu müssen. Und das geht in der digitalen Welt eben noch nicht. Und da ist es einfach dringend notwendig, dass wir auch so eine Schrankenregelung, also eine digitale Katalogbildfreiheit für Kultureinrichtungen bekommen. Sonst haben wir das 20. Jahrhundert in all unseren Plattformen in erheblichem Umfang ausgeschlossen. Boris von Notz. Es sind nicht nur die urheberrechtlichen Fragestellungen, die für im Rahmen einer Erweiterung der Katalogbildfreiheit eine Rolle spielen, sondern es ist im Grunde genommen das sehr eindeutige und insofern auch klar festgelegte Konstrukt, was im Urheberrecht besteht. Das Urheberrecht ist persönlichkeitsrechtlich ausgerichtet und deswegen und es entsteht automatisch und muss nirgendwo angemeldet werden. Deswegen ist es vor allen Dingen für Archive, die ihre Bestände online stellen wollen, die Familienfotografien sind durch ein Leistungsschutzrecht, was im Urheberrechtsgesetz geregelt ist, geschützt. In vielen Dingen nicht wirklich nachzuvollziehen, warum dieser sehr umfassende, sehr weitgreifende Schutz so organisiert ist, dass derjenige, der es verwenden will, die Nachweispflicht hat, dass er die Rechte erworben hat, warum man das nicht umkehren kann, zumindest bei einigen Leistungsschutzrechten. Und Herr Rodekamp hat das Spannungsfeld aufgerissen zwischen dem Künstler, der geschützt werden muss. Dem Urheberrecht steht eben das hehre Künstlerbild des 19. Jahrhunderts zugrunde und nicht die Bedürfnisse und Ansätze der digitalen Gesellschaft im 21. Jahrhundert. Und deswegen wird es, glaube ich, eine Aufgabe auch des jetzt neu gewählten Bundestages sein, aber auch vor allen Dingen in den kommenden Jahren in einem breiten gesellschaftlichen Diskurs über ein Urheberrecht im 21. Jahrhundert konkret nachzudenken. Und ich denke, dass es gut ist, wenn die Museen eine deutliche Stimme hierzu erheben und sagen, was für ein Bedürfnis aus Ihrer Sicht besteht an Veränderungen im urheberrechtlichen Bereich. Alles klar. Der Dauerbrenner, das Urheberrecht. Aber ich möchte noch mal zum Selbstverständnis der Museen zurückkommen, denn wenn wir noch mal kurz dieses kommerziell, nicht kommerziell sozusagen nehmen, das ist ja, scheint mir, eine Sache, die auch Museen für sich selbst entscheiden können, was sie da rausgeben wollen und was nicht. Und Frau Jongmaa, Ihre Kritik an dieser geschlossenen Sicht, nenne ich sie mal, war ja, dass wenn ich eben kommerzielle Nutzung eben bezahlbar mache, also dass man sie bezahlen muss, dass dann wirklich so Plattformen wie Wikipedia oder andere eben ausgeschlossen werden. Although most of us don't think of Wikipedia, for instance, as a commercial platform, it is a private run platform, I wouldn't use the word business, and if you want to upload your content to Wikipedia, then they will ask you to give your content in a CC BY, I guess it is, or a CC BY share alike format. This means that if you use another CC license, for instance, a non-commercial format, then Wikipedia will not accept your data because it is not compliant with their format. So for us, same goes for Europeana. We wanted to be in Europeana descriptions and images because we think being in a platform with 300 million works of art, you need to have good images and show what a work of art is, or else users won't even take time to look at your objects. So if you want to be there with images, with a good description, then you need to share your information and with a public domain or CC0 license. So that gradually, it was not any commercial motive or reselling motive, but the reason for us
The CC0 scheme started when we wanted to join all of these platforms. And then you have to give up your commercial claims. And then we found out that there was sort of a fun business on the side. And we shouldn't overemphasize the commercial businesses, because it will probably cost us money in the sense that we don't sell images anymore, but most of it is not our business, and it is going on already and it will continue. But at least we could achieve our goal to get all of our information in Wikipedia, and it helps us get all our stuff in Europeana. And Europeana, for instance, is a very big partner of us. It's the fourth referring website. And this is amazing, because we all thought that Europeana was just another boring portal where no visitor ever comes. But people go to Europeana, and when they go there and they see a work of art from the Rijksmuseum, they go to the Rijksmuseum website and they stay for 15 minutes. And for instance, the people from Wikipedia or from Europeana are the people that don't just go to the Night Watch and like the Night Watch. These are the people that look at our obscure maps of regions in Europe that we never heard of, or look at prints or photographs from the early 19th century and so on. So these are specialized people with special interests. And I loved your comments about the response form you have on your website. We also have if you see something on our website and you want to respond to it, please click here, kind of thing, and then you send an email to us, and we get 250 emails per month. And these are all helping eyes. These are people from the public that know something that we don't know, or know more about an object than we know. So we get a lot of attention and we get a lot of information. Boris von Notz. Das ist eine Erfahrung, die wir auch gemacht haben, mit, allerdings nicht nur im digitalen Bereich, sondern im Grunde genommen mit all dem, was wir machen. Und der digitale Bereich ist nur eine weitere Ergänzung dessen. Immer wenn wir in die Welt hinausgehen und einen möglichst simplen Zugang zu unseren Angeboten gestalten, bekommen wir mehr Traffic auf unserer Website, wir bekommen aber auch mehr Museumsbesucher. Und können damit letztendlich unserem eigentlichen Ziel stärker Rechnung tragen und stärker dieses verwirklichen, nämlich unsere Inhalte in die Gesellschaft zu verbreiten unsere Mission in diesem Sinne zu erfüllen. Dazu würde ich gleich gern sofort kommen. Kurze Frage nur noch an Sie, Hans-Peter Frenz. Diese Argumentation eben, dass eine Plattform wie Wikipedia ausgeschlossen ist. Dahinter steht ja auch die Frage nach dem Verständnis, was ist offener Zugang eigentlich? Was verstehe ich darunter? Ist das für Sie ein Argument der Kritik, dass Sie akzeptieren, oder ist das für Sie nicht so relevant, dass eben zum Beispiel Wikipedia dann nicht den kostenlosen Zugang hat? Dass wir nicht mit Wikipedia kooperieren, ist tatsächlich eine Sache, die ich irgendwo auch ein ganzes Stück bedauere, weil ich Wikipedia eine tolle Sache finde. Auch ich habe gerade Geld gespendet für Wikipedia, weil es eine wirklich wunderbare Einrichtung ist. Für uns ist aber tatsächlich ein Problem, dass bei Wikipedia auch die kommerzielle Nachnutzung gestattet ist. Und ich will mal ein Beispiel nennen. Das Bundesarchiv hat vor einigen Jahren Wikipedia 100.000 Bilder zur Verfügung gestellt. Denen ging es überhaupt nicht um Geld, es war ihnen völlig egal. Sie wollten einfach sichtbar werden und wollten stärker quasi in der Welt verbreitet werden. Das ist ihnen auch sicher gut gelungen. Was das Bundesarchiv dann aber doch ein Stück erschüttert hat, ist, dass bei 90% aller Nachnutzungen die Nutzer als Quelle nicht Bundesarchiv angegeben haben, sondern Wikipedia. Und da sagen sie, da gehen wir ja als Einrichtung völlig verloren. Und das ist im Grunde auch nicht in unserem Sinne. Und Wikipedia hat das Problem durchaus erkannt und versucht, seine Nutzer da zu sensibilisieren für diese Thematik, dass eben diese Sachen, die da auf Wikipedia stehen, unter der CC-Lizenz beistehen, also Namensnennung des Rechteinhabers ist vorgeschrieben, aber leider klappt das eben noch in sehr geringem Umfang, weil die Nutzer einfach keine Ahnung von urheberrechtlichen Dingen haben. Inwieweit spielen auch finanzielle Fragen eine Rolle? Inwieweit sind Sie, sagen wir mal, gezwungen, wirklich auch Geld einzunehmen über den Verkauf für eine nicht kommerzielle Nutzung? Inwieweit gibt es da Vorschriften?
Also unsere Einrichtung, also unsere Bildagentur BPK, hat in der Stiftung einen Sonderstatus. Also wir müssen uns komplett aus eigenen Einnahmen finanzieren. Wir werden also nicht steuersubventioniert, was die meisten Nutzer nicht wissen. Es ist aber letztendlich, glaube ich, gar nicht so wichtig, dieses Geld verdienen, sondern es ist tatsächlich der professionelle Service für kommerzielle Nutzer, den wir bieten. Diesen professionellen Service für kommerzielle Nutzer würde es nicht geben, wo eben tatsächlich auf einer Plattform 200 Kultureinrichtungen mit ihren wunderbaren Digitalisaten zusammen vertreten sind, wenn dafür nicht auch Geld zurückfließen würde an die Kultureinrichtungen. Und ich bin 25 Jahre in dieser Branche der Bildagenturen und muss sagen, also dieses Problem kommerziell, nicht kommerziell, da bauschen wir hier irgendwie was groß auf. Das spielt in der Realität wirklich eine ganz, ganz untergeordnete Rolle. Also dem kommerziellen Nutzer ist in der Regel klar, dass das kommerziell ist. Es gibt immer irgendwelche Graugeschichten, wo wir ja alle mit uns reden lassen dann auch. Aber zum Beispiel? Also, dass zum Beispiel ein Katalog einer Ausstellung erstellt wird. Und also wir haben zum Beispiel für Printprodukte haben wir in den Stiftungseinrichtungen so eine Leitlinie getroffen, wenn das einen gewissen wissenschaftlichen Charakter hat und die Auflage unter 1000 ist und es jetzt nicht eine wahnsinnig teure Faksimile-Ausgabe ist, sondern ein ganz normales Buchprojekt, dass dann über die Einrichtungen, nicht über unsere kommerzielle Agenturen, muss ich sagen, aber über die Einrichtungen direkt, diese Bilder auch honorarfrei zur Verfügung gestellt werden. Es gibt eine Frage aus dem Publikum. Jetzt kommt ein Mikrofon zu Ihnen. Andreas Kill, Frankfurter Allgemeine. Herr Frenz, es ehrt Sie, dass Sie der kommerziellen Nutzung von Bildern der Nofretete oder des Pergamonaltars einen Riegel vorschieben möchten. Ein Problem scheint mir darin zu bestehen, dass Sie nicht differenzieren zwischen einer Nutzung zum Beispiel durch einen Kalenderhersteller oder einen T-Shirt-Drucker, bei dem die Bilder aus Ihrer Agentur im Zentrum des Geschäftsmodells stehen, und einer Nutzung, bei der es mehr um das Informationsinteresse der Öffentlichkeit geht, sprich bei Zeitungen und Zeitschriften. Was bedeutet es in der Praxis? Das bedeutet, dass Sie für den Abdruck selbst kleinerer, vielleicht briefmarkengroßer Bilder aus Ihrem Besitz Nutzungshonorare verlangen, die oft über den Honoraren mittelgroßer Artikel stehen, die die eigentliche Leistung der Zeitungen sind und mit denen, die dann sozusagen nur mit ihren Bildern illustriert werden. Ich finde, auf diese Weise handeln Sie selbst als kommerzieller Player und verstoßen sowohl gegen den Sinn als auch gegen den Auftrag Ihrer Institution oder zumindest der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, indem Sie als Agentur für eine öffentlich finanzierte Stiftung, die in gesellschaftlichem Auftrag Kulturschätze verwaltet, selber Geschäfte machen. Und in der Realität des Zeitungsmachens bedeutet es leider, dass Ihre Inhalte zum größten Teil verschwinden, gerade nicht genutzt werden, dass sie in vielen Zeitungen und Zeitschriften gar nicht mehr auftauchen und durch andere Bilder ersetzt werden. Ob das im Interesse der Öffentlichkeit steht, möge jeder Hörer selbst beurteilen. Ich meine nein. Ja, Hans-Peter Frenz, bitte. Darf ich da gleich mal zu antworten? Also erstens mal ist es so, dass die Stiftungseinrichtungen alle ihre Presseabteilungen haben, wo sie in großem Umfang Bilder kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Ansonsten ist es so, dass die großen Zeitungen ja auch von wer weiß wie vielen anderen Agenturen Bilder beziehen. Und also ich habe von Süddeutscher, FAZ oder so noch nie gehört, dass unsere Bilder irgendwie zu teuer seien. Also gerade die FAZ, die hat ja extrem niedrige Honorare, die sie bezahlt. Also es ist noch, das war wirklich noch nie ein Thema. Was bei der FAZ zum Beispiel ein Thema war, dass sie nicht bereit war, den Kredit in der umfangreichen Form darzustellen, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist. Sondern die FAZ sagte, wir finden es nicht schön, wenn da der volle Kredit dran ist. Wir möchten da wirklich nur die drei Buchstaben BPK ranschreiben. Und wenn wir da ein Bild haben von einem Partner wie dem Louvre zum Beispiel, das haben wir auf vertraglicher Rechtsgrundlage bekommen, dann erwartet der vertragliche Partner, dass er auch genannt wird. Und gleichzeitig ist es so, dass auch der
Fotograf, der diese Abbildung erstellt hat, ein urheberrechtlich verbrieftes Namensnennungsrecht hat. Auch da hat die FAZ sich geweigert, das anzuerkennen. Ich sehe ein Strahlen bei dem Kollegen von der FAZ, kann es aber nicht richtig interpretieren, wenn Sie vielleicht doch noch mal ganz kurz zum Mikrofon greifen würden. Ich kann dazu nur sagen, ich finde das alles sehr witzig, weil es sich hier um Quisquilien handelt, die mit dem eigentlichen Problem, was ich benannt habe, gar nichts zu tun haben. Das Problem besteht darin, dass Sie selbst Inhalte, die im Besitz der Öffentlichkeit sind, die von einer staatlichen Stiftung, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, verwaltet werden, als kommerzieller Player geschäftsmäßig ausnutzen. Doris von Notz jetzt dazu. Ich glaube, dass das Beispiel und auch die Emotionalität, mit der das Beispiel bei den Beteiligten auftritt, spiegelt das Problem. Es wird durch den ins Zentrum stellen und ausschließen der kommerziellen Nutzung und weiterhin Probleme, Hürden zu schaffen, der Genehmigung und eventuell der Entgeltzahlung. Aber der Genehmigung ja auf jeden Fall. Wird die Chance vertan, die eigenen Inhalte maximal weit zu verbreiten. Und dann kommt es eben zu dem Fall, dass an ein oder anderer Stelle die Quellenangabe nicht korrekt gemacht wird. Das wird nicht generell der Fall sein. Wenn sich eine Kultur etabliert, in der Einrichtungen wie die unsere, die und wie das Rijksmuseum, die Sachen zur Verfügung stellen. Das hat einen enorm positiven Effekt und schafft viel mehr Akzeptanz für die Tätigkeit dieser Einrichtungen, als Hürden aufzubauen. Und sei das aus einem dann letztendlich, nennen wir es mal kameralistischen Gedanken heraus, nachvollziehbaren Grund. FAZ verdient Geld mit den Artikeln, sie sind weiterhin im Gewinnbereich, aber das ist vollkommen legitim. Und sie sorgen dadurch, dass sie eine recht auflagenstarke und verteilerstarke Printmedium sind, dafür, dass die Relevanz der Objekte, die sich in den Sammlungen der Museen befinden und auch bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, bei der Stiftung Jüdisches Museum jetzt leider nicht so viele tolle Bilder, die da verwendet werden, aber auch einige, sorgt dafür, dass es verbreitet wird. Und in der Regel nimmt der Artikel oder was auch immer dazu Bezug. Ich finde diese Diskussion um diese Credit Lines, das wird sich, wenn es eine Kultur gibt, in der das irgendwie eindeutig ist, ein Common Sense, wie eine Grammatik der digitalen Nutzung, wird sich das etablieren. Aber nun könnte man ja ganz böse mal im Interesse von Herrn Frenz nachfragen, wie kann es sein, dass jemand mit unseren öffentlichen Bildern, also mit dem öffentlichen Kulturgut, Geld verdienen kann? Also die, was machen Museen? Sind beauftragt dazu, Sammlungen zu haben, auf die verschiedensten Weise in den Besitz und Eigentum der Museen gekommen und sie verwalten diese Sammlungen. Ich glaube, bei Museen sind es, aber das weiß der Deutsche Museumsbund, Herr Rodekamp wahrscheinlich besser, wie viele tatsächlich staatlich organisiert sind, aber ich würde jetzt schätzen, es sind bestimmt mindestens 90% der Museen sind zum ganz überwiegenden Teil aus Steuergeldern finanziert und erhalten Zuschüsse, zumindest diejenigen, die über bedeutende oder größere Sammlungen verfügen. Und ich finde, es erklärt sich darüber, es ist in einem staatlichen oder kommunalen Eigentum und wird gepflegt und bewahrt. Und es wird nur dafür getan, damit es gibt und damit es von Menschen rezipiert werden kann. Und das ist im Grunde genommen der Grund dafür. Das reicht doch aus. Es gibt noch eine Anmerkung aus dem Publikum. Test eine Frage. Jens Best, mein Name, unter anderem auch ehrenamtlich bei Wikimedia Deutschland tätig. Ich wollte noch mal eine Lanze für die T-Shirt-Bedrucker und die Kalendermacher brechen. Es ist ja so, wer T-Shirts verkauft und wer Kalender verkauft, zahlt ja Steuern. Sollte ja zumindest. Und diese Steuern fließen ja dann wieder zurück und nähern unter anderem auch die Möglichkeit, dass wir staatliche Werke eben finanzieren als Gemeinschaft. Insofern stellt sich mir die Frage, warum der steuerzahlende Bürger ein Foto verwenden darf
unter professioneller Belieferung, wie Sie das so schön ausgedrückt haben. Aber jemand, der Steuern zahlt, weil er damit ein Geschäft macht, das nicht sollte. Letztes Mal, dass ich geschaut habe, haben wir noch in der Marktwirtschaft gelebt. Insofern stehen also da positiv zu dieser ganzen Sache. Und nehmen diese Wirtschaft als Teil unserer Gesellschaft an. Insofern stellt sich die Frage, warum steuerzahlende Firmen nicht diese Fotos auch verwenden können. Man sieht das in anderen europäischen Ländern, wo dieser NC-Unsinn nicht durchexerziert wird, dass dort durchaus Einnahmen geschehen. Sie geschehen nur nicht mehr an der Stelle, wo sie früher geschehen, also bei Ihnen oder bei Geodatenabteilungen, sondern sie geschehen durch normale Steuerzahlungen und dann auch sehr erfolgreich. Die Frage ist hier, inwieweit dieser Widerwille in Deutschland weiterhin aufrechterhalten werden muss oder ist das einfach nur ein Abwehren des eigenen Überflüssigwerdens vielleicht? Jetzt sind Sie dran. Ja, erstmal möchte ich sagen, der Weg, den zum Beispiel das Rijksmuseum geht, der ist ja nicht der Standardfall, sondern der Standardfall ist tatsächlich, dass die meisten Museen zum Beispiel, über Kunstmuseen kann ich das weltweit sagen, diese nicht kommerzielle Nutzung, also die Nutzung auf nicht kommerzielle Nutzung beschränken und kommerzielle Nutzung grundsätzlich mit Entgelten verbinden. Das ist Standard insofern. Da bewegen wir uns in Üblichkeiten, die Sie in fast allen Ländern der Welt finden. Es ist aber möglicherweise wirklich ein politisches Problem, was zu lösen ist. Wenn es gelingt, an diesem großen Kreislauf der Kreativwirtschaft, die angeblich die, also da gibt es Lobbyisten, die sagen, wenn das alles frei zur Verfügung steht, werden wir tausende neue Arbeitsplätze in der EU schaffen und einen 70-Milliarden-Markt pro Jahr. Wenn diese 70 Milliarden an Umsätzen entstehen und wenn dann sichergestellt ist, dass an diesen Steueranteilen aus den 70 Milliarden die Kultureinrichtungen angemessen beteiligt sind, dann können die sicher auch darüber nachdenken, ob sie dieses NC sein lassen oder nicht. Ansonsten ist das tatsächlich, was wir machen mit diesem kommerziellen Angebot, tatsächlich ein Service für kommerzielle Nutzer, wo wir ihm auch Rechtsfreiheit garantieren und all solche Dinge, die eben auf solchen Plattformen ansonsten nicht gegeben sind. Und der übliche kommerzielle Nutzer ist auch gerne bereit, dafür was zu bezahlen, auch die FAZ. Es braucht also eine politische Lösung. Bitte. Ist es on? Okay. For me, it's a difficult discussion whether a print is good or not and whether T-shirts are good or not. At the Rijksmuseum, it's about the art speaking for itself and propagating itself and then creating an aura. I mentioned somewhere before that the Mona Lisa is famous because it was always in the Louvre, but people started printing about it and the prints went around the world and other people saw the Mona Lisa. And in the end, it became famous because of the printing of the Mona Lisa, and that created photography, created the aura of the Mona Lisa, and is now making us all go to Paris, stand in line for hours to see a very small painting. For me, printing, but also T-shirts, it's all a vehicle to show the beauty of the art that we have in our collection. And if someone wears a T-shirt with a night watch on it, and someone else is amazed by it and wants to go to the Rijksmuseum to see the night watch, then for me this is a very valid business proposition. And as a Rijksmuseum, we're not in T-shirt printing, we're not into dressmaking. So for us, there's plenty for everyone. Please print the T-shirts, please print your magazines and help us show what beautiful art we have. And we have 1 million objects, and you all probably know 5 of our works of art because they are famous. We have 8,000 more on display that we hope will be as famous as our night watch because you have seen it on Fat Boys and you've seen it in magazines and you've seen it in print and as Dutch design reproduced in plastic by a great Dutch design company. Wir sind gleich am Ende dieser Diskussion. Auf jeden Fall scheint es die
Veröffentlichung oder die Zugänglichmachung zu Kunstwerken sehr zu vereinfachen, wenn man da eine gute Lösung findet. Und Sie, Herr von Nutz, hatten schon gesagt, umso einfacher der Zugang, umso mehr Zuspruch bekommt man, umso mehr Menschen strömen auch zurück ins Museum. Mich würde abschließend noch interessieren, wie, Herr Rothekamp, vielleicht an Sie die Frage, wie einfach und wie muss der Zugang gestaltet sein, dass er wirklich eine breite Öffentlichkeit erreichen kann? Ich glaube, dass die Diskussion, so wie ich sie jetzt wahrgenommen habe, eine sehr traditionell orientierte ist. Ich glaube, sie nimmt nicht zur Kenntnis, auf welche Richtung wir uns hinbewegen. Ich glaube, wir müssen natürlich die gesellschaftlichen Vereinbarungen treffen. Es muss politische Entscheidungen geben. Und ich glaube, dass wir über kurz oder lang schon zu einem Open Access kommen, zu all diesem gesellschaftlichen Wissen. Und dass natürlich diejenigen, die die Sammlungen nicht nur verwahren, sondern auch erschließen und in Wert halten und konservieren und weiter zur Verfügung stellen, auch für künftige Generationen, dass sie natürlich an diesem Prozess zu beteiligen sind. Durch eine politische Entscheidung müssen die entsprechenden Ressourcen geschafft werden. Ich persönlich bin sehr für eine Zugänglichmachung von allen Informationen, die wir in öffentlichen Einrichtungen gesammelt haben. Das ist etwas anderes. In privaten Einrichtungen ist in der Tat so, dass die Mehrheit aller Museen, das sind aber nicht 90%, sondern wir haben sehr viele privatgetragene, zunehmend mehr getragene, privatgetragene, auch kleinere Museen sind insbesondere vereinsgetragen, aber wir haben weit über 50% durch die öffentliche Hand getragene Häuser. Und man muss sich politisch mit diesem Thema auseinandersetzen. Wie schafft man es auf der einen Seite, diesen Anspruch im Sinne von Open Access, und zwar weltweit auf europäischer Ebene, und da ist ja Europa weiter die Diskussion, als sie in Deutschland geführt wird. Wie schafft man auf der einen Seite das? Das ist ein legitimer Anspruch. Und auf der anderen Seite, wie schafft man es durch eine vernünftige Entscheidung, durch eine vernünftige politische Entscheidung, die Orte, die sich um unser gemeinsames kulturelles Erbe bemühen, so auszustatten, dass sie weiterhin im Dienst der Gesellschaft aktiv sein können. Darum geht es. Und hier haben wir zurzeit noch nicht eine Diskussion, die insgesamt all die Akteure mit ins Boot nimmt, sondern hier werden immer kleine Insellösungen angepackt und die greifen nicht, weil sie nicht gewissermaßen langfristig genug gedacht sind. Insellösung ist mein Stichwort, Herr von Nutz. Wäre es auch denkbar, vielleicht einheitliche Standards zu schaffen, technisch und inhaltlich, wie sozusagen Museen bundesweit ihre Werke zumindest auf Mindestniveau öffentlich zugänglich machen sollten? Man kann ja dann immer noch mehr machen, aber dass man so ein gewisses Mindestlevel herstellen kann, auch mit einheitlichen technischen Standards. Ja, das ist absolut vorstellbar und man muss auch da die Stiftung Preußischer Kulturbesitz nicht nur für die Initiative der Berliner Erklärung, die den Open Access eben in weitestgehenden Teilen für notwendig hält, und dieser Erklärung kann man sich anschließen, sondern auch mit dem Institut für Museumsforschung, was dort doch eine Anlaufstelle für diese Dinge gibt, aber es gibt auch noch andere Initiativen. Eine nennt sich zum Beispiel DigiKult, die genau diese Standards schaffen will. Aber das sind Prozesse, die benötigen ein bisschen Zeit, und man darf in diesem gesamten Prozess jetzt keine schnellen Erfolge erwarten. Ich würde sagen, der Prozess der Digitalisierung des Kulturguts und des Zugänglichmachens ist eine Generationenaufgabe. Wir werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren immer mehr davon sehen, aber es ist vollkommen richtig, es ist auch eine Budgetfrage. Das Ganze muss finanziert werden. Es ist mit den originär zur Verfügung stehenden Mitteln kaum zu schaffen. Die Klage gab es ja vorhin auch schon, dass man sich ein bisschen im Stich gelassen fühlt, auch von der Politik, was die Mittel betrifft. Muss da auch noch ein Aufwachen passieren? In einigen Regionen ist das ja geschehen. Ich weiß von der Stadt Hamburg, dass dort von der Kulturbehörde Digitalisierungsprojekte unmittelbar bezahlt werden. Aber es sind auch Modelle vorstellbar, den Einrichtungen, die vor diesen großen Aufgaben stehen, Steuerprivilegien einzuräumen, indem man ihnen den Vorsteuerabzug genehmigen würde. Das würde zu einer flächendeckenden Entlastung der Budgets führen, und daraus könnte man diese Projekte wunderbar finanzieren. Das nehme ich als Schlusswort. Herzlichen Dank für die Beteiligung an dieser Diskussion. Das war ein Online-Talk in der Netzreporter XL-Ausgabe direkt aus dem Jüdischen Museum in Berlin. Wir
haben gesendet von der Konferenz Zugang gestalten, mehr Verantwortung für das kulturelle Erbe. Diese Konferenz hat am 28. und 29. November 2013 stattgefunden. Hier auf dem Panel saßen Lizzie Jogma vom Rijksmuseum Amsterdam, Boris von Notz, geschäftsführender Direktor der Stiftung Jüdisches Museum Berlin, Dr. Volker Rodekamp, Präsident des Deutschen Museumsbundes und Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig und Hans-Peter Frenz, Leiter der Bildagentur BPK von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Herzlichen Dank. Und herzlichen Dank natürlich auch an Sie. Wenn jetzt noch eine dringende Frage ist, würden wir die noch mit reinnehmen. Ansonsten habe ich den Auftrag, die Kaffeepause anzusagen. Aber ich gucke noch mal in die Runde. Kaffee, alles klar. Gut, vielen Dank.